Leute, Cramix hier, was geht ab mit Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf das Video reagieren. Mirinda, Coca-Cola, Sprite and other popular sodas versus Mentos. Also so Cola, Sprite, Mirinda und viele andere Limos gegen Mentos. Was funktioniert am besten? Ich bin sehr gespannt, welche Limo am meisten abgehen wird mit Mentos. Lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da. Check meinen Gaming-Kanal auch noch aus und Instagram. Und dann würde ich sagen, wir starten hier mit dem Video. Das Video hier von dem Kanal Power Vision. Man kennt ihn. Wow, was ist das denn für ein Cola-Kanister, Alter? 2 Liter. Das sind 2 Liter Cola-Kanister mit irgendwie kyrillischen Schriftzeichen drauf. Mentos. Okay, also er fängt hier erstmal mit dem Klassiker an. Mit Cola. Mit dem allerechten Cola-Klassiker. Ich glaube, jedes Kind weiß mittlerweile, dass wenn man ja Cola und Mentos mischt, dass es da eben abgeht. Aber das funktioniert eben nicht nur mit Cola, sondern auch noch mit Fanta und anderen Sachen. Und welche von den ganzen Limos eben die beste ist, das werden wir heute rausfinden. Oha. Oha, wie viel kippt der da rein? Das ist doch mehr als 2 Liter, was da reinpassen. Oh, jetzt packt er da auch noch Spülmittel rein. Dann geht es richtig ab, Leute. Das haben wir auch schon mal gesehen. Wenn da Spülmittel drin ist, dann wird's haram. Dann wird's wild. Let's go. Dann wird das noch so richtig schaumig. Einen schaumischen Cappuccino. Wer macht sich jetzt einfach einen schaumischen Cappuccino, Leute? Schaumischen Cappuccino. So. Warum füllt er die Mentos jetzt nochmal in einen Luftballon um? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Okay, der hat auch Luft noch reingepackt und reibt die noch so ein bisschen aneinander. Ist das irgendwie so ein Trick, dass es da noch mehr abgeht, weil die Folie sich quasi so löst oder so? Also diese, ihr wisst, was ich meine. Dieser Rand von den Bonbons. Oh mein Gott. Okay, er hat alles reingeworfen auf einmal. Deswegen der Ballon. Boah, was? Guck mal, der Ballon wird gesprengt und oh mein Gott, wie das durch die Decke geht. Okay, Guys. Alter, das ist ja schon geisteskrank. Das ist ja schon ganz geisteskrank. Das ist ja schon eine Fontäne, ey. Alter. Daraus könnte man so ein Meme machen. Diese Fontäne und dann so ein Meme, wenn du deine Freundin 3 Monate nicht gesehen hast. Ja, schon ganz wild hier. Der Cola Mentos Flex. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt mehr abgeht, ne? Was ist das denn jetzt? Ein Schredder? Ist jetzt hier ein Schredder-Video auch noch mit dabei? Ich dachte, hier werden die Limos getestet. Okay, Leute. Vielleicht kommt das. Oha. Bruder, warum drehen die hier so durch heute? Also, ein richtig wildes Video, ey. Ich hätte da Schiss, mit meinen Fingern so nah an den Schredder zu kommen, sage ich euch, so wie es ist. Ich hätte Schiss davor. Alter, die kommen da natürlich rausgeschossen ohne Ende. Ja, das war sehr, sehr wild. Okay. Ah, da ist aber noch ein Deckel drauf, ne? Da ist ja noch ein Deckel drauf, sonst wird das ja... Oder? Ist da noch ein Deckel drauf? Ich weiß gerade gar nicht. Ne, wahrscheinlich nicht. Ne, da ist kein Deckel mehr drauf. Da, die Cola füllt sich da in den Ballon rein. Ja, wenn er da jetzt drüber fährt, was wird da wohl passieren? Safe. Ich würde nicht mal sagen, die Ballons platzen, sondern dass sie einfach nur abfliegen von dem Flaschendeckel, weil die so weggetränkt werden. Alter. Alter. Ja, seht ihr, die platzen nicht, die fliegen nur weg. Okay, in Slow Motion sieht das schon echt sehr, sehr geisteskrank aus. Das ist schon dieses anders wilde. Was man mit Cola alles machen kann, ne? Ich habe mal gehört, dass Cola auch verwendet wird, wenn so irgendwo so Blut auf der Straße ist, wird Cola draufgekippt, dass es so besser weggeht. So, okay. Fanta versus Cola versus Sprite versus Pepsi versus Mirinda versus Mountain Dew. Versus Cola Zero. Versus Fanta Mango. Alter, okay, jetzt wird hier getestet, was am meisten abgeht, wenn man Mentos reinschmeißt. Jetzt wird's spannend. Was denkt ihr, Leute? Denkt ihr, der All-Time-Klassiker, die normale Cola, geht am meisten ab? Oder gibt's da irgendwie noch sowas anderes, was auch noch sehr wild sein könnte? Irgendwie, ich glaube, Fanta ist auch noch wild, ne? Ich glaube,
Also rein vom Ding her, ich weiß nicht, Fanta? Ich glaube irgendwie Fanta ist so ein wilder. Weil, also wenn das was mit der Kohlensäure zu tun hat, ich würde Fanta, finde ich, ist immer voll kohlensäurehaltig so. Also nicht die, ich meine die normale Fanta. Ja, das war jetzt nicht so wild. Oha, Digga, okay, Cola Zero. Ging richtig ab. Aber Cola Zero, okay. Okay, Mirinda. Geht. Normale Fanta. Okay, ich lag falsch. Fanta knallt irgendwie nicht so rein. Okay, es liegt also nicht so wirklich an der Kohlensäure. Alter, ja, die Cola Zero und die normale Cola, die haben alles hops genommen bis jetzt. Uff, okay, Sprite. Das muss doch an irgendeiner Chemikalie oder irgendeinem Stoff liegen, was da drin ist, dass es so abgeht. Okay, die Pepsi geht auch, also Sprite und Cola, sagen wir mal. Mountain Dew? Auch nicht so wirklich. Was ist das? Iron Brew. Kenn ich gar nicht, was das wäre. Oha! Alter! Okay, Alter, dieses Iron Brew hat gerade alles hops genommen. Eigentlich müsste man mit diesem Iron Brew so richtig kranke Sachen geben, in so einer Riesenflasche mit so Spüli noch und so. Dann wird das ja komplett abgehen, Alter. Hier, dieses Iron Brew, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Land es das gibt, aber ich sag euch, das hat am meisten zerstört. Ja, ja. Jetzt machen die da noch Backpulver rein. Okay, bei Backpulver sind auch alle am Trippen. Ich bin mal gespannt auf dieses Iron Brew am Ende. Ah, das Iron Brew dreht natürlich wieder richtig durch. Okay, was macht er jetzt mit dieser Toilette? Ich muss wirklich sagen, das ist ein cooles Video. Macht Spaß zu schauen. Ey, komm, erst mal, gibt's niemanden, der mit diesem Iron Brew sowas Krankes gemacht hat? Das war ja wirklich nochmal doppelt so stark wie Cola. Ohne Spaß. Real Talk, Alter, mach doch mal was hier mit Iron Brew. Alter Bruder, übertreibt komplett mit Mentos rein, Mann. Er schüttelt das aber auch so davor, dass ein bisschen diese Schale abgeht. Ich weiß nicht, ob das Trick 17 ist. Ich bin ja kein Cola-Mentos-YouTuber. Okay, jetzt füllt er alle in den Ballon rein, damit er das natürlich wieder in die Flasche hängen kann. Das wird wirklich wieder sehr wild werden. Ah ne, das ist ein Luftballon. Er hat den auch zugemacht, den Luftballon. Aber warum? Und jetzt gibt er. Oh, jetzt kommt die Cola-Bombe. Haha. Warum ist das so schwarz? Das ist doch keine Cola, das ist ja Twitter, das ist ja rabenschwarz, ey. Alter, das sieht ja richtig eklig aus. Wie so ein Tentakelmonster, was aus der Toilette kommt. Ja, der hat da safe noch übelst viel Spüli rein. Alter. Bro. Warum ist das so am Dampfen? Ist das heiß? Ja, da ist er stolz drauf. Das ist mein Monster, was ich erschaffen habe. Ja, die Toilette wurde mal gesprengt, ne? Das ist ja schlimmer, als wenn man bei Mexikaner war, ey. Alter. Okay, das war echt krass. Mann, mach das doch mal mit diesem Iron Brew. Das wird so geisteskrank abgehen. Safe Call. Okay, er macht Wasser rein, aber warum? Was macht er jetzt mit dem Wasser hier? Wir wollen hier Cola füllen, Junge. Denk mal die Cola, Junge. Okay, jetzt packt er Cola aus. Und Mentos. Vielleicht will er es unter Wasser machen, unter Wasser reagieren lassen. Aha, er macht den Deckel auf. Ah, er will das, glaube ich, dann schnell wieder zuschrauben und wirft es dann unter Wasser. Ich glaube, so ein Ding wird das. Wow. Okay,
Okay, so sieht das unter Wasser aus. Auch crazy. Ach, hier ist zuerst noch ein bisschen hier Presse und so. Hydraulikpresse. Eine G-Klasse wird hier zerpresst. Uff. Okay, Leute, jetzt verstehe ich das. Das ist ja so ein Experimente-Video. Also, da kommen so Cola-Mentos-Experimente vor, aber eben auch so Hydraulikpresse-Experimente. Egal. Boah, die G-Klasse, die wurde mal platt gemacht. Die wurde platt gemacht. Warum macht er da WD-40 rein? Also so Öl quasi. So mechanisches Öl. Geht das dann auch noch krasser ab, was Schaum angeht? Ich bin ja da nicht so der Experte, aber... Was? Das geht ja ab wie eine Rakete auf einmal. Geisteskrank. Das ist ja echt geisteskrank. Wusste ich nicht, dass es... Wusstet ihr das, Leute? Dass wenn man da WD-40 reinhaut, dass es so krank abgeht? Okay, Leute, okay, er rastet jetzt wieder komplett aus mit Mentos. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt werden hier wieder die ganzen Mentos reingekickt. Das kennen wir doch schon. Jetzt wird wahrscheinlich gleich so ein riesiger Ballon darüber gestülpt, dass sie alle in einem Ballon drin sind. Und dann wird der Ballon über eine, über ein Cola-Fass so gemacht, ja. So, schön die ganzen Mentos da drin, Junge. Was ich auch schon gelernt habe bei diesen ganzen Experimenten, Leute, wenn man da Spülmittel, so Spüli reinmacht, dann geht das auch noch krasser ab. Genau, jetzt kommt hier wieder der Ballon zum Einsatz, dieser riesige, in Übergröße. Ach, er füllt diesmal Cola da rein, okay. Alter, er macht da wirklich den ganzen Ballon voll mit der Cola. Ach du Kacke. Ach du Kacke, Leute. Oh mein Gott. Also das wird jetzt komplett geisteskrank. Das wird jetzt dieses ganz wilde. Oh, der Ballon platzt, der Ballon platzt. Alter. Oh mein Gott, ist das krank, Junge. Ist das krank, was man mit Cola und Mentos alles machen kann. Ja, ich glaube, die haben da halt echt noch Spüli rein. Deswegen ist das so schaummäßig, die Konsistenz so. Wisst ihr, wie ich meine? Einmal komplett übertrieben. Wie krass willst du die Cola Mentos Explosion? Power Vision? Ja. So. Ja. Er hat da wirklich so eine Rakete in diese Cola-Flasche reingemacht und geguckt, was passiert. Krass. Ja, man sieht innen drin, wie das richtig glüht und dadurch entsteht so Sprudelzeug und kommt dann da raus. Krass, ja. Ich hätte aber gedacht, dass die Rakete doch noch durchstartet, aber hat die Power da nicht mehr gereicht. Cola ist schon so ein lustiges Getränk, was man damit alles machen kann, ne? Boah, ich glaube, jetzt kommen wir zu dem riesigen Fass, Leute. Ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Riesenfass. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, also zuerst kippt er da richtig viel Cola rein. Muss man aber aufpassen. Ich glaube, wenn man die Cola zu lang so offen stehen lässt, dann verfliegt die Kohlensäure. Dann funktioniert das auch nicht mehr so. Also muss man relativ schnell machen. Weingar. Was ist Weingar, Leute? Essig. Ach, Essig kippt er da noch rein. Okay, Leute, wir merken also, Essig macht das Ganze wohl auch noch krasser. Das heißt, Cola plus Essig plus Mentos ist wohl, wird wohl dieses ganz wilde werden. Essig mit Cola. I. So, Deckel drauf. Cola-Sticker drauf. Baking Soda. Was ist Baking Soda? Backpulver. Ich glaube, es ist Backpulver, oder? Ich glaube, Backpulver verstärkt diesen Effekt ebenfalls nochmal. Und wenn er jetzt eigentlich, müsste er jetzt noch Spülmittel reinkippen, dann wird das, dann wäre diese ganz wilde Kombination. Oh mein Gott.
Dieses ganze Rohr ist voll mit Mentos, Junge. Oh mein Gott, die setzen das jetzt da drauf. Backpulver plus Mentos. Jetzt auf einmal stürmt da rein. Oh, sheesh. Oh mein Gott, guck mal, wie das da rausgeschossen kommt. Junge, ist das krank. Junge, ist das krank, ey. Junge, Junge, Junge. Zu krank. Digga, wo sind die da? Wo? Ich glaube, das sind Russen oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher von diesem Kanal Power Vision. Mich würde mal voll interessieren, wo die da sind. Irgendwo am Meer, ey. Ich hoffe, die räumen den Dreck auch wieder weg, den die da machen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, obwohl, guck mal, wie viel Müll da im Hintergrund rumliegt. Na, das ist da natürlich uncool, ey. Okay, so Knetpacks werden hier zerschreddert. Boah, jetzt sehen wir hier sogar noch ein paar Lava-Experimente. Ganz wildes Ding hier. Das ist ja heute ein ganz wildes Ding. Ach, ich glaube, den Clip kenne ich aber schon. Ich glaube, den Clip hier kenne ich schon. Jetzt hält er diese Gummipuppe da rein und die wird dann voll verbrannt. Da ist irgendwie so geschmolzenes Metall da drin. Das wurde irgendwie so 600 Grad heiß oder so, geschmolzenes Metall, glaube ich. Und er wird jetzt voll abfackeln. Das Gummi wird jetzt natürlich verbrennen. Uff! Der bekommt jetzt erstmal ein schönes Metallbad hier. Hau rein da. Ich wollte gerade sagen, wann fängt der denn an zu brennen? Nein, Mr. Gummimann, der Arme. Der arme Mr. Gummimann, Junge. Das wird der nicht überleben, Bro. Das wird der nicht überleben. Mr. Gummiman. Mr. Gummiman, wo ist er? Wow, wie das jetzt brennt, Alter. Gibt es noch irgendwelche Reste von ihm? Ich glaube, da ist nichts mehr zu erkennen. Ich glaube, der wurde komplett verbrannt, ey. Der hat sich komplett in seine Teile aufgelöst, ey. Wie krank das auch aussieht, ne? Immer noch so ein bisschen flüssig, so leicht matschige Pampe. Das Metall, ey. Also ein paar Überreste von dem sind da noch zu finden, aber da ist nichts mehr zu retten, Leute. Als ob er jetzt ein Handy auf diese... Leute, ey, das darf man nicht machen. Also ich weiß nicht, ob sowas schon dafür sorgen kann, dass so ein Zug entgleist, aber Leute, sowas echt nicht machen, ja. Sowas ist nicht cool. Boah. Boah. Einfach alles zermatscht, Junge. Juckt den Zug wirklich gar nicht. Okay, okay, also er ist wirklich schon, der Typ, der das macht, ist wirklich schon ein Experte. Weil ich sag mal, so Anfänger, so wie ich zum Beispiel, die würden jetzt einfach nur ein
Das sieht auch nicht nach normalen Cola aus. Das sieht irgendwie so dickflüssig aus. Wahrscheinlich hat er da noch irgendwas reingemixt, damit es noch krasser wirkt. Weißt du, so Anfänger wie ich, die würden jetzt einfach nur Cola und Mentos, aber er mixt das Ganze noch mit Backpulver direkt und Alter, was passiert da? Bro, das war auch keine normale Cola, das war irgendwie dickflüssiger. Ich glaube, der hat da Spüli oder so reingemacht, dass es so schäumiger ist. Aber, ja, Bro, also, Digga, das ist ja ganz krank, allein wie das am Qualmen ist. Ja, okay, also ihr merkt schon, Leute, auf was wir heute reagieren werden. Wir werden heute wirklich auf Profis. Wir werden auf Profis reagieren in diesem Gebiet. In diesem Gebiet der Cola-Mentos-Explosion. Keine Anfänger, keine Schmalspuren hier. Hier kommen heute nur die allerechten OGs. So, was haben wir hier? Eine Wassermelone. Zack. Mitte aufschneiden. Was macht der denn jetzt? Sind das nicht nur Cola? Warte, das sind nicht nur Cola-Experimente, das ist alles mögliche an Experimenten hier, oder was? Jetzt nimmt der Lava und kippt die Lava in die in die Wassermelone rein. Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert, Leute. Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Warum macht der das? Oha, warum schießt das da raus? Ey, aber krass, dass es so nicht durchschmort, ne? Also in einer Wassermelone könnte man rein theoretisch Lava transportieren. Wassermelone sehr stabil, ja? Boah, geil. Sowas feiere ich immer. Cola Mentos Auto. Ey, Leute, stellt euch mal vor, wie geil wäre das eigentlich, wenn irgendeiner von diesen Experimentkanälen das mal in groß machen würde. Also wirklich ein echtes Auto mit richtig fetten Cola-Flaschen hinten dran und die alle gleichzeitig mit Mentos zündet. Und ob das Auto sich dann wirklich bewegen würde, das wäre krass. War hier auch. Ab geht's, Digga. Die Rakete startet. Bam. Ja, geht schon. Also falls irgendein Experimentkanal das sehen sollte, macht das mal wirklich mit einem echten Auto in groß. Mit 1000 Cola-Flaschen gefüllt. Macht das mal in groß. Vertraut mir safe. 3 Millionen Klicks. Und iCramix weiß, wie YouTube läuft. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Okay, so ein Mini-Tresor hat er da. Oh mein Gott. Alter, das sind ja wirklich krasse Experimente heute. Er will da jetzt irgendwie gefühlt 1000 von diesen Wunderkerzen reinpacken. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, Leute, wenn man so viel Wunderkerzen auf einmal zündet, das ist übelst krank, Digga. Das ist richtig krank, da kommt voll die Stichflamme. Ey, jetzt bin ich auch mal gespannt, was da passiert. Jetzt bin ich richtig gespannt, was da passiert. Yo. Ja, schließ ab das Ding. Aber wie zünden die das? Ah, die werfen wahrscheinlich durch das Ding eine, machen die an und tun die da rein. Boah, Leute, der wird richtig eskalieren, der Tresor. Oh, shit. Ja, geh da mal schnell weg. Geh da mal lieber weg, mein Sohn. Boah. Digga, wie die... Was? Was? Oh shit, das wird ja auch geisteskrank heiß. Bro, diese Wunderkerzen haben den Tresor offiziell hops genommen. Was? Schau mal, wie das am Glühen da drin ist. Wie heiß das ist. Alter, ist das krank. Da geht auch gar nichts mehr. Nee, das ist geschmolzen, das Metall. Digga, die Bolzen sind auch verschmolzen und so. Ey, das war unnormal krass. Ich will noch mehr von diesen Wunderkerzen-Experimenten sehen. Okay, hier haben wir, keine Ahnung, 10 Colgate oder so. Versus Shredder. Ah, der hat da schon Farbe reingemacht. Okay. Ja, das wird auf jeden Fall gleich alles ordentlich hochspritzen, würde ich mal behaupten. War jetzt aber doch relativ unspektakulär. Ich dachte, das schießt da noch mehr raus. Okay. Ist okay, Leute. Mann, ich will noch mehr Wunderkerzen sehen. Ich fand das gerade so krass. Ich hoffe, da kommen noch Wunderkerzen vor. In den Experimenten hier.
sind das für Dinger? Sind das diese, wie heißen die? Ich habe vergessen, wie die heißen, diese Dinger, die sich mit Wasser vollfüllen. Oh, flüssiger Stickstoff, Leute. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das hat doch irgendwie so... Hat das nicht irgendwie so minus 120 Grad oder so flüssiger Stickstoff? Keine Ahnung. Also sehr, sehr krass. Und da platzen die Kugeln natürlich. Boah. Die sind mal gefroren, würde ich behaupten. Also das wird mir auch Spaß machen. Also wenn YouTube bei mir irgendwann nicht mehr laufen sollte, ich würde auch diese Experimentvideos machen. Ich finde das krass. Die arme Actionfigur, die wird jetzt auf jeden Fall gleich mies rasiert werden hier mit geschmolzenem Eisen, aka Lava. Keine Ahnung, warum er das jetzt hier einbuddelt. Warum hat er gewartet mit Einbuddeln? Das hätte er doch auch schon davor machen können. Uff. Der wird jetzt erstmal ein Bad nehmen da drin. Ja klar, das Plastik, Leute. Ein plastiges Öl drin. Das fängt dann an zu brennen. Tschüss. Boah, der wird gleich so fett abfackeln. Ja, und jetzt. Dem Bruder geht's gar nicht gut. An Ken, wenn du das hier siehst, such mal ein paar Clips raus mit Wunderkerzen. Ich will das nächste Video mit Experimenten, will ich, dass nur Wunderkerzen sind, ja? Also Ken, der sucht immer die Videos raus, Leute. Ja, der Typ ist einfach weg. Diese Actionfigur, die ist jetzt halt einfach geschmolzen. Oder gibt es noch Überreste von dem? Aber ich glaube, findet man da irgendwo noch so einen Arm oder so von dem? Na, ich glaube es nicht. Oh. Oh. Smartphone versus Zug. Wobei man das ja nicht machen soll, ne? Also ich weiß nicht, ob dadurch der Zug entgleisen kann, aber ich weiß nicht. Also man soll das ja nicht machen, da irgendeine Scheiße drauflegen. Bam! Bam! Alter, was? Man weiß gar nicht mehr, was das ist. Okay, hier haben wir nochmal ein Mentos-Experiment. Ich gucke auch gleich nochmal nach dem Mentos-Experiment, schaue ich mal, ob da noch ein Wunderkerzen-Experiment drin vorkommt. Das würde mich interessieren. Ich
Okay, was waren da? Wie viele waren das? 5 Rollen Mentos oder so? Ich habe auch das Gefühl, Mentos wird einfach nur noch gekauft für so Cola-Mentos-Experimente. Also ich kenne niemanden, der so Mentos irgendwie kaut oder so. Wow. Wow, er baut so eine Art Vulkan damit. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Alter, okay, Cola Mentos Vulkan. Echt noch nie gesehen, Leute. Okay, wie kriegt er jetzt das wieder auf? Ja, krass, okay, aber ja, hä? Wie macht er das denn jetzt? Okay, er hat den Deckel einfach aufgeschraubt. Und da erstmal eine schöne Roll rein. Bam! Aber der Rand, der reagiert dann nicht mehr, ne? Weil es ist ja nur dieser Cola-Schaum. Ja, okay. Es für die Optik sieht's cool aus, aber war jetzt an sich nicht mega krass. Hier, Mr. Taube ist wieder da. Ihr wisst, Mr. Taube macht hier immer die krankesten Cola-Mentos-Experimente. Er will heute wieder durchdrehen. Er hat mir schon persönlich gesagt, vor der Aufnahme, hat er mir schon gesagt, heute werden wir durchdrehen. Mr. Taube, er hat so zu mir gesagt, ich bin eine Taube, guck dir das Video an. Ey Leute, ich habe heute schon wieder Scheiße. Sorry. Aber ich bin gehypt. Von ihm sind ja auch immer diese kranken Sachen mit dem YouTube-Logo und was weiß ich, Nike-Logo und was weiß ich, was wir da schon gemacht haben. Apple-Logo und so. Ey, oha, Leute, der wird heute komplett, oha. Oha, der Bruder übertreibt komplett. Guckt euch das mal an, was der da alles hat. Wie viele Liter sind das? Sind das 1 oder 1,5 Liter Flaschen? Ich weiß es nicht. Irgendwie so 10 Liter oder so hat der da. Und dann noch die fetten, keine Ahnung, 3 Liter Behälter. Okay, er hat irgendwie gerade aus seinem Erdloch, hat er gerade diese Mentos-Packungen hergeholt. 5 Packs. 5 Mentos-Packs, Leute. Alles wird krank. Es wird krank. Es wird sehr, sehr krank, Leute. So, dann zeig mal her. Was ist das denn? Boah, er haut da Orbis rein. Ich weiß nicht, warum er das immer mit Orbis macht. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwie noch besser reagieren, ob das dann irgendwie noch kranker wird. I don't know, Leute. Aber er hat da so einen fetten, was ist das, 10 Liter, so ein 10 Liter Barrel mit weißen Orbis drin, Leute. Vielleicht, damit man die Verfärbung besser sieht oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was er damit vorzumachen, Leute. Ich weiß es nicht. Okay, also das sind gar nicht alles Mentos, was man da gesehen hat, sondern auch Orbis. Und er wirft da jetzt die Mentos-Packs obendrauf quasi. 5 Stück. Ich würde mal interessieren, wie viel Mentos sind in einem so einem Pack drin? Müsste man wissen, wie viele in so einer Rolle sind und wie viele Rollen. Dann könnte man das multiplizieren. Schätzungsweise. Ich versuch das jetzt mal zu schätzen. Sagen wir einfach mal, in so einem ganzen Pack sind, ich würde sagen 15, 3x 5er rein, und wenn in einem so ein Ding, ich weiß es nicht, schwer einzuschätzen, sagen wir mal 20, 20 mal 15, keine Ahnung, 300 Mentos pro Pack, ich weiß es nicht, einfach nur geschätzt jetzt mal an der Stelle. Aha. Und dann lässt er wahrscheinlich von der einen Seite gleich Sprite reinlaufen und von der anderen Cola. Okay, ja gut. Auch hier an Ken, an die Regie hier von dem Kanal, der hier immer die Videos raussucht. Such gerne mal wieder ein paar, ich hab mal wieder Bock aufs Wunderkerzen. Such mal wieder bitte ein paar Wunderkerzen-Experimente raus. Ich will mal wieder hier Wunderkerzen-Experimente schauen. Oh, jetzt vermischt er das auch noch mit den Orbis, okay. Okay. Ich merk doch schon. So, damit das hier eine wilde Mischung wird. Mhm. Und jetzt kommt hier die Coco rein. Das ist aber irgendwie so ein eigenes Gemisch, was der da gemacht hat. Das ist keine, nicht nur Cola. Das sieht man schon, weil das ist so richtig tief schwarz irgendwie. Der hat da irgendwie noch was reingemacht. Der hat da irgendwie seine komische Mischung da, der Mr. Taube. Mhm. Cola-Flaschen. Also er haut da jetzt, keine Ahnung, ich schätze jetzt einfach mal, dass der da 15 Liter pro Seite, der, also da werden gleich ca. 30 Liter
auf 1500. 30 Liter auf 1500 Mentos werden hier drauf brettern. Ja, guck mal, wie schwarz das ist. Das ist doch keine Cola, was der da hat. Keine Ahnung, was der da wieder zusammengemischt hat, der Mr. Taube. Irgendwie irgendwelche Chemikalien, damit das gleich richtig durchdreht. Der macht, ich weiß auch nicht, wo der ist. Das ist irgendwie so ein russischer Kanal. Irgendwo in Russland ist der, aber das sieht irgendwie immer voll schön aus, wo der da ist. Der ist irgendwie immer so Sand und Wald und keine Ahnung, wo der da ist. Der sieht echt geil aus. Voll die schöne Landschaft da. Ich meine, wo ist so Sand neben Wald direkt? Jetzt kommt hier die Original Coco rein. Der ist genau ausgemessen, dass es genau reinpasst. Also die Liter berechnet. Also nehmen wir an, das sind 10 Liter Kanister. Wenn das andere 3 Liter waren, 6, ja, dann dürften eigentlich nur noch 4 Flaschen reinpassen, das voll ist, ja. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als 10. Ja, passt ziemlich genau. So, natürlich, das Etikett darf nicht fehlen, damit man natürlich auch weiß, was drin ist. Ach, jetzt haut er das. Jetzt macht er das in einen Ballon. Aha. Was sind das denn für dicke Ballons, was der da hat? Aber warum macht er das denn in einen Ballon rein? Ich verstehe das gar nicht. Da ist auch irgendwie ein Loch unten drin oder so. Irgendwas läuft da, glaube ich, raus. Oh, hier auch wieder das Etikett drauf. Richtig und wichtig. Richtig und... Ach, damit er das gleich natürlich zerpoppen kann, ne? Ergibt Sinn. So, das ist hier auch wieder so ein komisches Sprite-Gemisch, was der da gemacht hat. Würde ich jetzt irgendwie nicht trinken. Was der Mr. Taube da zusammengemixt hat. Boah, das ist ja jetzt schon voll am Schäumen. Ich glaube, Sprite wird richtig durchdrehen. Das wird hier richtig durchdrehen, Leute. Bam. Ich check auch nicht, warum der Typ die Handschuhe anzieht. Der hat immer so verfärbte Hände von den ganzen Experimenten. So, and let's go. Es beginnt, Leute. Die Challenge wird jetzt beginnen. Mal schauen, ob der da jetzt nochmal irgendwas drüber haut. Manchmal macht er da noch Backpulver oder so drüber. Aber wahrscheinlich ist das da schon reingemischt. Und let it rip. Und jetzt renn weg. Ey, das hört wieder gar nicht auf, ne? Alter. Bruder, zucrackt. Mr. Taube dreht durch. Er dreht komplett durch, Mr. Taube. Wobei ich sagen muss, ich hab mir sogar ein bisschen mehr erhofft. Also teilweise diese YouTube-Logo und sowas, was er da alles gemacht hat, ging... finde ich sogar noch mehr ab. Ich glaube, der hätte da vielleicht ein paar mehr Mentos und weniger Orbis reinhauen müssen. Aber war natürlich trotzdem wieder ein sehr, sehr wildes Experiment, Leute. Okay, was haben wir hier? Wie so ein Wasserball quasi, der nicht aufgeblasen ist. Boah, er versucht das da... Okay, das wäre krass. Ich bin gespannt. Sollte eigentlich funktionieren. Oder was macht der jetzt da? Der füllt das da rein in diesen Ball. Das ist so eine Flüssigkeit, die mit Mentos und Cola reagiert. Oder, ach, der füllt das da alles. Leute, ich weiß nicht, was der da macht. Ich versuche hier die ganze Zeit zu raten. Yo, schau mal. Das ist so stark, dass die Wassermelone und das Ding direkt platzt. Crazy, Mann. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so krass ist. Bam, bam. Hoho. Crazy. Ey, was macht der Typ da? Das hat doch nichts mehr mit Cola Mentos zu tun. Also keine Ahnung, was sie da für Dinger machen. Das wird immer kranker, diese Cola Mentos-Experimente. Ich sage euch ehrlich. Ich sage euch, wie es ist. Okay, was hat er jetzt hier? Schon wieder eine Wassermelone?
Mhm. Drück das hier durch. Das macht er jetzt hier auf alle Seiten. Und dann soll dann da hier gleich der Schaum rausquillen aus den Dingern, oder? Oder was wird das jetzt hier? Er guckt bestimmt, ob diese Luftballons aufgeblasen werden dadurch. Leute, wie viel Mühe die sich einfach geben. Für so Cola Mentos-Explosionen, sage ich jetzt mal. Alter, jetzt hat der da noch so. Was ist das? So ein Ventil oder sowas? Ey. Also, das hatten wir vorhin in der Vorschau, glaube ich, gesehen. So, und ey. Ja. Der Typ ist komplett krank, ne? Der Typ bringt das wieder auf ein anderes Level. Digga, guck dir das mal an, ey. Was? Was? Digga, es ist crazy. Crazy, Digga. Ey, was? Also der Typ bringt das wirklich auf ein ganz anderes Level, ne? Also solche Cola Mentos Experimente habe ich echt noch nicht gesehen. Er bringt das wirklich auf ein ganz anderes Level, Leute. Krank. Und Panzertape hält natürlich alles aus. Panzertape hält immer alles zusammen, Leute. Boah. Okay, was hat er jetzt vor, der crazy Typ hier? Der macht doch alles immer mit Wassermelonen. Irgendwie der feiert, der steht auf Wassermelonen, glaube ich. Okay, was haben wir hier? Fanta, Cola und Sprite. Oh, die schäumt schon ein bisschen über hier. Die Cola ist ganz wild, ich merke schon. So, erstmal Hälfte daneben geschüttet. Aber sieht cool aus, so einzuschenken. Geht ja nur um die Optik, Leute. So, hier Spüli, damit es mehr schäumt, Leute. Klassiker, kennen wir doch. Mentos, natürlich. Dann machen die da immer so ein Mittel rein, wo ich irgendwie bis heute noch nicht weiß, was die da immer reinkippen. Dadurch wird das irgendwie so extremer. Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwas, was so diese Beschichtung von den Mentos noch besser auflöst oder sowas. Keine Ahnung. Weil das liegt ja an der Beschichtung von den Mentos, dass es so mit Cola reagiert und so schäumt. Alter, wie das Qual... Hä? Ist das heiß oder warum qualmt das? Das würde mich mal wirklich interessieren, ob das heiß ist oder woran das liegt, dass das dann wirklich qualmt sogar. Hey, aber es sieht geil aus, das Blau. Sieht richtig schön aus, wie so ein Schildtrank in Fortnite. Was macht er jetzt hier? Oh, blauer. Blue Watermelon, Leute. So, wir machen hier direkt weiter. Hier vom gleichen Typ. Ich glaube, diesmal jetzt hier ohne eine Wassermelone. Kennt man ja so gar nicht, dass der auch mal ohne Wassermelone was macht. Ich glaube, wenn der wirklich mal die ganzen Wassermelonen isst, wieder da verschwendet, dann ist der mittlerweile, müsste der schon rot und grün sein. Wow! Yo, wie viel Druck da drauf ist! Hä? Ey, das fliegt ja, keine Ahnung, locker 20 Meter oder so. Guckt euch das mal an. Bam! Krank, ey, krank. Er dreht komplett durch. Also ich muss sagen, ich feiere den Kanal. Wir haben ja wirklich schon oft Experimente geschaut, aber der Typ, der ist wirklich anderes Level. Ganz anderes Level.
Yo! Krank. Also ich weiß auch nicht, wie der das immer macht. Irgendwie mit Druck, irgendwie gibt der da noch drauf. Okay, bis jetzt passiert noch nichts. Mal gucken, wann es losfliegt. Oh, da ist irgendwas bei der Halterung kaputt gegangen. Boah, jetzt! Ich weiß aber auch nicht, warum da noch so ein bisschen Flüssigkeit drin ist. Das hat ja jetzt nichts mit Cola und Mentos zu tun. Das ja einfach, er gibt da halt, pumpt da Luft rein und dadurch entsteht da Druck und dann fliegt das hoch. So Junge, hopp, ich will jetzt hier nochmal was mit Cola und Mentos sehen. Oh, was ist das denn hier, Rakete? Hä? Er hat da so zwei Dinger zusammengeschraubt. Das eine hat er jetzt aber nicht angezündet. Ach doch, kurz vor knapp zündet er das an. Alter, geil. Er hat das gut getimt. Das muss man ihm lassen. Okay, so eine Metallflasche mit richtig Schraubdeckel und sowas. Oh, da drin so ein cooler Mentos-Experiment. Würde mich auch mal interessieren, ob das sogar so eine Metallding kaputt macht. Oh, Leute, Wunderkerzen-Experiment auch immer gut. Ey, die werden ja so heiß, das ganze Ding. Also, das sind so krass Wunderkerzen. Damit kann man gefühlt alles durchschmelzen. So heiß wird das. Geht das hier jetzt los? Wer braucht ein bisschen länger? Jetzt sind alle on fire. Oh, schau mal, wie das... Oh mein Gott, das Ganze... Was? Hä? Alter. Bro, das läuft schwarz an. Jetzt war... Alter. Oh, Bruder, das ist so heiß, diese Wunderkerze. Das ist zu krass. Diese ganze Beschichtung ist... Diese ganze Aluminiumkanne ist geschmolzen. So heiß wird das. Alter. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich Real Talk nicht gedacht. An Ken, der hier immer die Reaction-Videos raussucht, such mal bitte wieder so richtig kranke Wunderkerzen-Experimente raus. So wie wir schon mal gemacht haben. Wunderkerze gegen Tresor oder wo so richtig so Sachen aus Stahl mit Wunderkerzen geschmolzen werden. Such sowas gerne mal raus. Aber wie immer, Kinder nicht zu Hause nachmachen, dafür gucken wir die Videos, ne? Oh, da hat er gerade reingefettet. Mit seinen Fettfingern. So. Reingefettet. Der. Was macht der denn da jetzt? Der Verrückte. Ach, der zersticht das. Wow! Okay, cool. Yippie! Alter. Er macht hier diese Raketenstarts. Das ist Elon Musk auf Wish bestellt. Nicht SpaceX, sondern Space Mentos. Oh, und ein Fehlstart war dabei. Ah, passiert, Leute. Für die Wissenschaft, ne? Da kann das mal passieren. So, wir haben hier eine Fanta... Keine Ahnung, was für eine Fanta-Sorte das ist. Irgendeine Fanta-Sorte. Maracuja oder so. Fanta, was weiß ich. Er kippt die Fanta da auf den Boden. Und dann nimmt er schon wieder... Leute, ganz kurz, was ist denn das? Das hat er auch vorhin in diesen Vulkan reingekippt. Ferry. Von Henkel oder so ist das. Ich weiß auch nicht. Leute, mich würde echt interessieren, was das ist. Ich glaube, es ist irgendwie Waschmittel oder ist das Spüli? Könnte auch Spüli einfach nur sein. Jedenfalls nimmt er jetzt hier diese Fanta Spüli
Und dann haut er auch wieder, er hat ziemlich eklige Fingernägel, by the way, macht da den Luftballon drüber. Lässt ja. Und er lässt die Mentos reinfallen. Oh shit. Das. Ey, wenn man da dieses Spüli reinkippt, dann dreht das hier richtig durch hier, dieses Fanta und so. Oh, komm. Oh mein Gott. Guck mal, wie der Luftballon sich aufbläht. Was? Hey, Leute. Das ist ja was. Das ist ja ganz krank. Ich meine, wir alle wissen, wie Cola oder Fanta oder so reagiert, wenn man da Mentos reinpackt. Aber mit dem. Ich glaube, das ist Spülmittel. Also, das ist so voll der kranke Schaum, glaube ich. What the fuck? Aber so voll der dicke, dichte Schaum ist das. Heftig, Junge. Das ist ja noch. Okay, die haben da irgendwie so eine Cola-Barrel. Ein Kanister mit Cola und zugeklebt. Und das kommt jetzt hier locker so. Rausgespritzt, ja. Ist aber vielmehr, eigentlich ist die ganze Flasche zerplatzt, wenn wir mal ehrlich zueinander sind, Leute, ne? Boah, der packt da diese Orbs rein. Das sind ja diese Klimperteile, die es mit Wasser voll saugen in den Sand rein. Und ich glaube, jetzt kippt er hier die Lava drüber. Was schmilzt der da eigentlich immer? Ich glaube, das ist so Altmetall oder so, was der da immer einschmilzt. Ich weiß nicht. Und yalla, Habibi. Oha, es ist ein bisschen am Qualm, aber die stecken das richtig gut weg, diese Orbis, ne? Die sind ja auch voll mit Wasser, so, ne? Die kriegst ja gefühlt irgendwie gar nicht kaputt mit Lava. Das ist, die Dinger, die sind echt widerstandsfähig. Heftig, wie das aussieht. Ah, sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. Aber was ist das denn? Eine Kartoffelkanone oder was? Fanta. Okay, der macht da irgendein Gas rein, dass da, glaube ich, richtig Druck drauf ist. Ah, so schießt er das Ding weg. Alter. Wie krank ist das denn? Der lässt da noch ein bisschen Fanta drin. Oha, das geht ja anders ab. Was ist denn das für ein Gas, was der da reinkippt, dass das so am Durchdrehen ist? Und jetzt kippt er bestimmt bei dem Schlauch Cola rein und dann wird sich der Luftballon füllen, ne? Was hat er denn für eklige gelbe Finger, ey? Was hat er denn gemacht? Der hat ja richtig eklige Finger. Was macht er denn, ey? Soll man lieber Handschuhe anziehen bei seinen Experimenten, die der da macht? Und kabum. Denkt ihr, das platzt? Weiß nicht. Er hält schon viel aus, der Luftballon. Boah, das sieht cool aus. Ja,
Er ist schon lit. Er hat auch echt viel ausgehalten, der Luftballon, wenn wir mal ehrlich zueinander sind. Der war schon ein strong Luftballon. Der hat ja echt eklige Finger. Was hat der denn gemacht, ey? Durch was kriegst du denn so gelbe Finger? Durch irgendwelche Chemikalien oder so? Ich weiß nicht. Sieht so aus, als hätte er zu viel Chips gegessen und hat diese Chips gewürzt. Ja, sehr gut, macht deinen Dreck weg. Besser ist es, Junge. Ja gut, da ist ja schon irgendwie absehbar, was jetzt passiert, ne? Er kriegt einen platten Reifen. Er kriegt halt auch safe einen platten Reifen dadurch, ne? Safe Call. Ja, die Nägel haben es den Reifen. Ja, das sieht man schon. Oh, der hat safe einen Plattenreifen auch danach. Das hätte ich jetzt nicht gemacht mit meinem Reifen, aber gut. So eine Angry Birds Knetfigur, die wird jetzt natürlich wieder hier eingeschmolzen. Das sehe ich doch schon hier. Der arme Angry Birds. Krass, ne? Wie Knete aussieht, wenn es heiß wird, dass es einfach so flüssig wird. Cola, Fanta, Sprite. Wer hält länger durch und am längsten hat die Sprite durchgehalten? Denkt ihr, das funktioniert, dass die Marshmallows schmelzen? Ich weiß nicht. Also ich glaube, es gibt eine große Stichflamme. Ich habe mir schon öfter mal so Dinge angeschaut, wenn da so viele Streichhölzer aneinander sind. Es gibt meistens eine große Stichflamme, aber... Oha! Oha, diese andere Stichflamme. Aber deswegen hat die Pfanne an sich ja noch nicht viel Hitze, ne? Nur weil das einmal kurz eine Feuerflamme gibt, ist das ja eben noch nicht so die mega Hitze da, dass es karamellisiert, so wie es jetzt macht. Obwohl, es kocht auch von innen. Ja, doch, doch, doch. Das kocht schon gut, ey. So, komm, noch mal ein Cola-Experiment hier. Oh, Trockeneis. Trockeneis hat, glaube ich, minus 20 Grad war das, Trockeneis. Oder? Bin ich da jetzt falsch? Nee, das hat mehr, minus 50 oder so irgendwie. Wenn man das in Cola reinmacht, dann ist sie ordentlich am Hochsprudeln. Wahrscheinlich wird gleich die Flasche platzen, würde ich mal annehmen. Boah, was? Oha, Alter. Das ist ja ganz mächtig explodiert. Ja, Leute, dann war es das auch schon wieder mit dem Video gewesen. Ich hoffe natürlich mal, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute, euer Crimex. Super.